Es ist diese Präzision im Denken, die ich erwarte, bezieht sich nicht auf intellektuelles Wissen. Ja. Ist immer, ich muss vor jedem Satz voranstellen, ich erkläre es jetzt dem, der ewig ist. Ewigkeit kann nur von jemandem verstanden werden, der ewig ist. Und was ewig ist, rot geschrieben, wenn man dieses simple Prinzip verstanden hat, ja, nicht existieren als Ding an sich. Ja. Mhm. Alles, was existiert, ist vergänglich. Ja. Es ist Momente. Es sind Momente, es sind ausgedachte Dinge, existere heraustreten, aus wen tritt das, was existiert, heraus? Aus dem Urknall? Vor 13 Milliarden Jahren? Merkst du die Falle? Ja. Wenn wir uns jetzt in die Vergangenheit denken, auch dieser ausgedachte Urknall existiert jetzt, weil wir ihn denken. Aber wo kommt der her? Alles aus mir. Aus dem, der immer ist. Eben. Das ist UB 86 El Hayo. Ja. Genau. Das Wort für Gott. Ja. In der Bibel. Interessant. B heißt in mir. Ja, ja. Das ist gleich BL, in Gott. In Gott. Ich kann natürlich auch in mir ist eine polares Joch. Wenn ich jetzt ja, das B 7030 schreibe. Und das ist jetzt die Vielheit der Sprache. Genau. Und jetzt kommen wir auf das Wesentliche zurück zu dem letzten Selbstgespräch. Ja. Dieses letzte Selbstgespräch ist also hier, jetzt hast du mal die Tabelle, die mir tausendmal durchgegangen sind, dass man diese transversale Hierarchie nochmal schön zusammenfasst. Aber was hier eigentlich das Wesentliche ist, wo du den Augenmerk, wo du Geist, der du jetzt dir dieses Video anhörst, dein Augenmerk drauf legen solltest, das ist die Tatsache, wie kann ich meine Welt verändern? Und ja. Ich weiß mittlerweile aus einer tausendjährigen Erfahrung mit normalen Menschen, also mit unreifen Geistern, dass hier die einfachsten Worte durch die Filter weggedrückt werden. Diese Filter, wo ich sage, diese vorabgestimmten Meinungen, dass du im Hintergrund ständig eine Währung hast, die muss dir bewusst werden, wenn du jemandem zuhörst. Das ist mein Zeichne, ein Quadrat mit drei Strichen Beispiel. Das ist so wunderschön für jeden in deiner jetzigen Traumwelt nachvollziehbar, wenn der Geist hinter der Maske ist. Ja. Das habe ich so oft erklärt, dieses, das geht nicht, das ist unmöglich. Genau. Das ist, wie kann der Jesus wiederkommen? Das ist unmöglich. Ich sage, wenn ich wiedergeboren werde, werde ich wiedergeboren in deinem Geist, aber nur deshalb, weil du mich jetzt träumst. Ja. Das heißt, dieser Jesus ist nur eine vergängliche Figur, dieser Udo, nenn es, das gilt für alles, was in dir auftaucht. Ja. Dich was für eine Botschaft, teilen dir diese Informationen, diese Bilder mit. Mhm. Ja. Das ist zum Beispiel hier, und jetzt kommen wir auf dieses Gespräch, was die wesentliche Aussage ist, wie kann ich meine Welt verändern? Dann muss mir jetzt erst einmal klar sein, ich muss erst einmal wissen, wer ich selbst bin. Ja, genau. Der träumende Geist ist meine einfache Metapher, eine komplexere Metapher ist jetzt ein Computer. Mhm. Die einfachste Metapher ist ein Einfallspinsel, der irgendwas in sein Bewusstsein hineinzeichnet, weil er irgendwelche Informationen hat. Das haben wir ja tausendmal durchgespielt. Und jetzt ist es das Wichtige, solange du verwechselst mit dieser Spielerfigur, ich nenne es einmal die Spielerfigur, in einem Videospiel, wir nehmen nochmal die Metapher mit einem Videospiel, bist du zwangsläufig KI gesteuert. Mhm. Was natürlich jetzt schon wichtig ist, dass ich immer wieder sage, das Wort Welt hebraisiert, dieses Hebraisieren muss man verstanden haben. Das ist ein Grundprinzip meines Codes, dieses Schöpfungscodes, wo ich ja schon in Holofeeling für Neugierige mit eingehe, dass ich sage, die Grundlage ist zuerst einmal Hebräisch-Deutsch, Deutsch, Alemannisch. Alemannen. Wenn ich das sage, meine ich rot. Rot gelesen, ich rede jetzt nicht von diesen Völkern, die du dir ausdenkst. Das sind schon Erscheinungen. Wir reden von einer geistigen Ebene. Darum ist eine Grundvoraussetzung, dein Denken muss in dir in Deutsch ablaufen. Ich betone auch immer wieder, es ist jetzt gleichgültig körperlich, wenn du an dich denkst, ob du jetzt hier dunkle Haut hast, Schlitzaugen hast, das, was man normalerweise die genetische Abstammung nennt, das ist ja schon wieder was ausgedacht. Das spielt dabei überhaupt keine Rolle. Du musst ein Geist sein, der Deutsch denken kann. Selbst wenn du jetzt Hebräisch denkst, nützt dir das gar nichts, weil Hebräisch alleine ist genauso wie das Sanskrit eigentlich keine normale semantische Sprache. Das ist ein Zeichensystem schon. Das kannst du nachlesen. Darum kann man hier auch die vielen Beispiele, wo ich wiederholt habe, was für dich so unheimlich logisch ist, wenn du eine hebräische Tageszeitung nimmst. Im Hebräischen, die Tageszeitung ist nicht punktiert. Mhm. Das heißt, wenn du ein Wort siehst, hast du diese Vielfalt. Das geht schon los, jetzt, wenn ich nur sage, wenn das Wort Ja da steht. Dasselbe Wort kannst du auch das Wort Schlafen setzen. Schlaf, wiederholen, lernen setzen.
Ähnlich ist es im chinesischen Mengzeichensystem. Bin ich lang und breit darauf eingegangen. Es ist vollkommen unmöglich, dass wenn ein Chinese, wenn du eine chinesische Tageszeitung nimmst, ich wiederhole das ganz kurz, dass wenn du das liest, hast du die Vorstellung, ein Chinese, der das jetzt liest, der liest wir uns, wie wir Brösel in Deutschland unsere Tageszeitungen, bloß dass er halt chinesische Schriftzeichen drauf hat. Wenn du weißt, wie chinesische Schrift wörtlich funktioniert, kannst du das genauso wesentlich lesen wie das Hebräische, weil das so unendlich komplex und vielfältig ist. Das gilt übrigens genau genommen auch für das Deutsche. Denk an das Wort Krebs. Ja. Aber da zwing dich in deine Logik immer in einen gewissen Kontext rein. In der transversalen Erklärungsebene sieht es dann wieder ganz anders aus, ohne jetzt genauer darauf einzugehen. Also wir kommen mal hier zu unserer Traumwelt. Das heißt, das Wort Welt, EID, heißt Brandopfer. Und das KI, in der Wissenschaft nennen wir das künstliche Intelligenz in Bezug auf eine Logik, die wir einem Computerprogramm, einer Software zusprechen. Das ist aber eine programmierte Logik, es ist keine freie Logik. Ja. KI als Ding an sich heißt auch Brand, Brandmal. Das hängt also, die KI hängt mit der Welt zusammen. Ja. Schalte mal ganz kurz unseren Gematrie-Explorer ein. Warte mal ganz kurz. So, dann machen wir jetzt mal die KI. Du hast jetzt den Brand, das Brandmal, die Brandwunde. Das ist schon interessant, immer dran denken. Ich kann jetzt BR hebraisieren. Ich mache das für die Einsteiger, dass die Donis das wissen. Das Doni-Programm ist mir vollkommen klar und etliche andere, aber ich gehe mal davon aus, dass du jetzt ein noch nicht so bewandert bist in der Fraudersprache. Das Spiel des Hebraisierens, das in deiner Welt ohne Holofeeling gar nicht existiert, ist, dass wir ganz normal, sagst du mal im einfachsten Weg, aus diesen Zeichen hebräische Zeichen machen, dann schauen wir, ob es das hebräische Wort gibt. Und BR, wenn wir jetzt hier oben BR eingeben, dann heißt es unter anderem das Äußere. AND wiederum, wenn wir das jetzt eingeben, das heißt eigentlich mit Imperfekt, ich werde, die Schöpfung ist eine existierende Öffnung, immer dran denken, das heißt Rot-Blau lesen, dann heißt es schlichtweg, ich werde auf- und abschwingen. Das Äußere ist das Auf- und Abschwingen. Immer unten auch auf den Urwing in der Ecke achten. Ich mache mal die da oben weg, das kann irritieren. Okay, dann kann ich B als zweiten Buchstaben über Polar lesen, dann habe ich einen polaren Rand. Ja. Dieser polare Rand ist von Gott. M-All heißt nämlich von Gott. Genau. Ich kann auch das gestaltgewordene Nichts lesen. All heißt ja nicht nur Gott, sondern auch nichts, also All als Ganzes. Dann heißt es, der polare Rand von einem gestaltgewordenen Nichts. Das ist schon unten auf mein rechts, unten auf das kleine Bild. Das ist das hier. Ja. Wie sich das umformt mit den Oberwellen, das macht eine KI. Und das Ganze ist eine Wunde und das führt uns dann in das griechische Wort Trauma. Das griechische Wort Wunde ist Trauma und Trauma heißt eine Traumschöpfung. Genau. Wird erzeugt mit der KI. Das ist natürlich dieser Kürzel im Hebräischen, und jetzt weise ich nochmal darauf hin, das sind im klassischen Hebräisch von hebräischen Wissenschaftlern, kabbalistischen Wissenschaftlern, wenn dieses KI auftaucht, wird das in der Tora oder im Tenach, wird so an vielen Stellen, so wie es hier da steht, übersetzt und noch einige andere Sachen. Und das Rot-Blau-Lesen ist einfach. Das heißt, Blau heißt es, sagst du mal, Rot heißt es wie Gott oder wie der Intellekt dir das vorschreibt. BR heißt eine geöffnete Berechnung und das wird hebraisiert und das ist eine Generation. Das ist das Prinzip für Holofeeling. Das ist kein willkürliches Prinzip, sondern es steht weit über divinatorischen Systemen wie Astrologie und I Ching und so weiter und so fort, weil das ein rein arithmetisches Prinzip ist. Es ist ein Computerprogramm. Ja. So, und jetzt ist es, ich kann jetzt, wie ich bewusster Beobachter oder wie ich unbewusster Intellekt. Jetzt haben wir hier schon diese kleine Brand, der polare Rand von Gott. Da können wir jetzt eine Schlangenlinie reinmachen. Das ist immer, das ist ja im Laufe der Zeit, hat man das immer mehr verfeinert. Das ist einmal dieses erste, die KI. Das Wort Welt passiert jetzt erst einmal weh. Unser Waff ist ja aufgespannt, doppelt aufgespannt. Das sind unsere Waffformen. Dann kommen wir jetzt wie ELT, da kann man natürlich noch andere Vokalformen reinsetzen, aber das ist jetzt das, was hier als erstes ist. Und Welt. Und ist es Waff und aufgespannte existierende Öffnung.
UND, blau gelesen, eine aufgespannte existierende Öffnung, ist ein polarer Rand und du musst den von Augenblick zu Augenblick opfern, dass du einen neuen kriegst. Das hast auch. Und aufsteigend, hinaufgehend, aufkommend, hinaufziehend, besteigend, sich erhebend. Das ist das 70-30, das augenblickliche Licht, das in Erscheinung tritt. Das ist jetzt hier aufgespannt, augenblickliches Licht, beginnt zu erscheinen. Ja. So, dieses L, Entschuldigung, dieses L, mit 70 gelesen. Genau. Was ja auch das Joch heißt. Und ein Joch haben wir dann zwangsläufig mit unserer Sinuswellen dann gewissen. In dem letzten Bild. Dieses Prinzip muss verstanden oder sollte verstanden sein. So, nachher schalte ich da mal wieder zurück, dass ihr mich wieder habt. Ich hoffe, der schaltet das Bild diesmal um bei Skype. Ja. Und jetzt ist es ganz einfach. Darum wiederhole ich das, weil es ist jetzt wieder an meine österreichische Ballklasse, wo die erste bis die siebte Klasse in einem Klassenzimmer sind, weil es bloß eine einzige kleine Schule gibt. Viele langweilen sich, weil sie es schon tausendmal gehört haben, aber manches kommen jetzt kleine Heurikas, weil sie langsam anfangen zu verstehen. Und die Großen müssen die Demut haben, wir lassen keinen zurück. Das bin ich, wenn ich nach dem einen Lamm suche und die 99 hier zuerst einmal auf der Seite stehen lasse. Ja. Das eine muss gesucht werden. Ja. Zeit spielt in unserem Spiel keine Rolle. Und jetzt kommen wir, wie können wir Welt verändern? Nicht, und unser Thema war KI, du hast jetzt alle ausgedachten Personen, Masken, hinter diesen Personen, hinter diesen Masken steht jedes Mal der Mensch ist das Programm. Aber der Geist erlebt es, der noch eine Stufe tiefer ist. Und jetzt ist es, wenn du weltlich, chronologisch, raumzeitlich denkst, mit dem Bruch des zweiten Gebotes, du musst dir bewusst machen, erstes und zweites Gebot, mach dir kein Bild von dir selbst als Gotteskind, du bist ein Gott, dann verwechselst du dich mit einem Gedanken von dir und hör auf zu glauben, dass irgendetwas, was du dir jetzt in den Himmel hochdenkst oder auf die Erde hinunterdenkst, dass das unabhängig von dir da außen existiert. Du kannst es nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest. Das ist ein Wahn. Es ist materialistischer Wahn. Ja. Es ist religiöser Wahn, weil die immer wieder die Weltreligion ist Materialismus. Ja. Das, was uns am Leben erhält, ist Geld. Ob das Kirchen sind, ob das Sekten sind, die gehen alle nach Geld, wenn sie sammeln, um die Welt besser zu machen mit Geld, was das Problem ist. Genau. Wobei jetzt nichts, auch Geld ist negativ. Ja. Dann wäre ich ja einseitig wie die Brüssel da außen. Das wäre ja wie, wenn ich sage, wir müssen, der Bauer sagt, ich will keinen Regen mehr haben, weil wir meine ganzen Wiesen zusammenzupfen. Ich will nur Sonnenschein. Man muss dieses Prinzip verstanden haben. Ja. Keinen Krieg mehr. Krieg ist Zerstörung. Und da kann ich tausendmal sagen, wenn du nicht willst, dass der süße Säugling, dein Kind, wenn du älter, jung, Mann und Frau Eltern geworden sind, sie sind so stolz auf ihr Kind, wenn sie nicht wollen, dass dieses Ding in ihrem Kopf zerstört wird, wenn die niemals mit ihren Kindern vor Hochzeit gehen, wenn es größer wird. Es ist ungewohnt, aber ich rede, das, was ich sage, ist hundertprozentig sicher. Ja. Du musst der Erste sein, der das versteht. Wenn du zweifelst, du meinst, du musst eine Bestätigung bekommen von den Figuren in deinem Traum, vergiss es, du wirst durch eine Hürde gehen. Genau. Du bist ein Spinner. Ich kenne einen, der hat Holofeeling gemacht, der ist in die Klappsäcke gekommen. Nicht, wenn du Holofeeling verstehst, sondern wenn du es nicht verstanden hast. Wenn sich dein Ego damit aufbläst, ist es fehlerhaft. Am besten den Mund halten. Es ist ein Spiel, das spielst du mit dir selber. Ja. Selbstverständlich darfst du das weitergeben. Aber sei vorsichtig, sehr vorsichtig, wen du es gibst. Ja. Man kennt ja die Erfahrungen in der eigenen Familie. Ja. Es ist so. Ja. Jetzt ist es. Und jetzt kommt es, wie kann ich die Welt verändern? Mit Sicherheit nicht, wenn du als Figur in deinem Traum, und jetzt setzt wirklich, du spielst ein Videospiel, es spielt jetzt keine Rolle, ob wir das klassische Videospiel machen, dass du nur vom Monitor sitzt und einen Joystick in der Hand hast und deine Figur durch Raum und Zeit bewegst, was ja immer nur ständig wechselnde Bilder sind, wenn du jetzt hier durch deine Welt läufst, oder ob sogar realistischer das in einem Spiel machst mit einer VR-Brille. Das neue Half-Life auf 3D jetzt, zeitaktuell 2020, dieses Half-Life, wenn du dir die passende, die größte VR-Brille machst, es flasht dich weg, Toni. Das ist kein Vergleich mit der Sony VR-Brille, wo ich eigentlich hier demonstriert habe, was schon sehr beeindruckend ist. Es ist erst einmal, das Gesichtsfeld ist nicht bloß so, sondern wenn du nur sitzt, hast du schon fast
200 Grad oder was Gesichtsfeld, dann ist es in HD-Qualität. Ja. Das heißt, es ist, wenn du die jetzt den Stand der Technik, das größte an vor April 2020 aufsetzt, schaust du eigentlich schon aus deinen Augen raus. Die Computeranimation von Half-Life ist so gigantisch, dass es dir den Atem raubt, du vergisst innerhalb von kürzester Zeit, dass da außen nichts ist. Ja. Es ist, wenn man Videospiele anschaut, und ich rede jetzt ganz normal von der Brüssel-Ebene, wenn man Videospiele anschaut, da gibt es ja für so viele Videospiele, sind die Gameplays drin, dass irgendwelche das durchspielen und aufzeichnen, dass du das anschauen kannst, ohne dass du das Spiel holst. Mhm. Da ist was ganz Eigenartiges bei dem Half-Life. Die ersten Gameplays jetzt, wo alle dieses Spiel gespielt haben, die kommen fast gar nicht zum Spielen, weil die ersten 5 bis 10 Minuten sind die bloß weg. Die sagen, du kommst gar nicht weiter, weil es erschlägt dich, die Welt, die du plötzlich erlebst, dass du merkst, deine jetzige Welt ist nichts anderes. Ja. Genau. Also wenn du jetzt mit diesen, und ich spreche in der Welt zu dir, das ist jetzt zum Beispiel, ich habe dann in dem letzten Update, habe ich diesen neuen Kinotrailer dran gehängt. Ja. Für eine, die jetzt das nicht mitkriegen, das ist folgendermaßen, das ist zwar jetzt ein normaler Hollywood-Film, wie wir uns ausdenken, der natürlich niemals in Hollywood gedreht wurde, du träumst jetzt, alles kommt aus dir. Das ist jetzt das Zeitzeichen, wo ich hinmache, deine Welt ist wirklich nur, es beginnt eine vollkommen neue Ära, wenn du mir vertraust. Ja. Das ist ein normaler Bankangestellter und jetzt wird die Bank überfallen. Da kommen welche mit Waffen rein und irgendwie treibt es ihn und der überwältigt einen Bankräufer und der hat eine Brille auf. Diese Brille von dem Bankräufer, das ist letztendlich ein Spieler, der in dieser Traumwelt, in dieser Videowelt ist, wo er eigentlich nur eine Figur, eine KI ist, der Bankangestellte. Und er nimmt jetzt denn seine Brille und setzt die Brille auf, das sieht man im Trailer. Und plötzlich genauso sieht es aus, wenn du ein Videospiel spielst. Ich weiß, dass du eventuell je nach deinem Programm mit Videospielen überhaupt nichts zu tun hast. Ist auch nicht wichtig, sage ich gleich dazu. Du hast jetzt dein Leben und du hast in deinem Leben was zu lernen. Aber ein Untersystem deines Lebens, sage ich, alle Menschen, die in dir auftauchen, sind ja KIs, die eigene Leben haben. Du darfst es nicht verwechseln. Wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. In deiner Welt existieren die nur, wenn du sie denkst. Das ist auf einer tieferen Ebene in unserem Bücherregal, ist es, dass du ein anderes Buch lässt, dann bist du die anderen, dann hast du aber eine komplett andere Welt. Ja. Das gilt jetzt selbst, wenn wir jetzt ganz normal, wir denken uns jetzt nochmal diese zwei Brüssel, Ehepaar Toni und Helene aus. Das Toni-Programm ist ein anderes Programm wie das Helene-Programm. Das ist meine alte Holger- und Andrea-Geschichte. Es kann jetzt sein, während im Toni-Programm der Toni mit seiner Helene da sitzt und mit dem Udo skypt, was wir uns jetzt ausdenken, was aber nur in deinem Kopf ist und was aus dir kommt, niemals von da außen und auch nicht von vorher. Dass in demselben Moment die Helene, es ist ja immer alles jetzt, mit dem Toni einkaufen ist. Weil vom Toni aus gesehen ist die Helene ja bloß eine Figur in seinem Kopf. Umgekehrt genauso. Und das sind eigene Träume. Wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Ja. Der Geist, der jetzt glaubt, die Helene zu sein, ist zwar derselbe Geist wie der Geist, der glaubt, der Toni zu sein. Oder der Geist, der jetzt vom Computer sitzt und sich dieses Video anschaut. Das ist derselbe Geist. Das sind Geistesfunken, sind alle derselbe Geist. Das ist, bin ich. Mhm. Ich erkläre das immer nur mir selbst. Ich erkläre es dem, der sich alles ausdenkt. Ich denke mir jetzt dieses Gespräch aus, jetzt in diesem Moment. Ja. Weil wer ich jetzt zu sein glaube, das bestimmt bloß, was du plötzlich für ein Umfeld hast und was jetzt auf deiner Vorbrille ist. Mhm. Wenn du jetzt glaubst, in dem Moment einfach nur einer zu sein, der sich dieses Video anschaut, hast du auf der Vorbrille, auf der Monitor ein ganz anderes Bild, wie wenn du jetzt glaubst, du bist der Toni. Mhm. Oder der Udo. Ja. Es ist aber derselbe Geist und das ist ja gleichzeitig. Das ist, wenn du in die Zeitlosigkeit kommst. Genau. Es klingt so kompliziert und ist so einfach. Das ist, ich sage immer, wenn es anders wäre, wäre es verkehrt. Ja. Wenn du das einmal einleuchtest, hast du die Seite gedreht. Mhm. Das ist eigentlich schon, das steckt alles in meinem Beispiel drin. Ich behaupte, diese Tasse hat keinen Henkel, das ist ein Becher. Mhm. Ich kann doch nicht auch sagen, diese Tasse hat den Henkel rechts oder den Henkel links, das Spiel hat in der Mitte. Dass das alles gleichzeitig, die 16 Perspektiven sind gleichzeitig da und du hast bloß eine einzige davon, jetzt auf dem Fokus. Ja. Als Vorstellung vor dir. Aber du kannst jetzt komplett die ganzen anderen Hälften konstruieren. Genau. Ja.
Jetzt haben wir diese 16 Perspektiven, jetzt könnte ich wieder sagen, Schnipp, wenn du jetzt glaubst, der Toni zu sein, hast du jetzt eine Brille auf der Nase. Ja. Ich war die ganze Zeit nicht da. Ja. Diese Brille, die jetzt aufgetaucht in dir, auch das sind 16 Perspektiven, aber da sind wir lang und breit drauf eingegangen, kann man sofort nachvollziehen. Selbst ein 13-Jähriger, wenn neugierig ist, kann das nachvollziehen. Ja. Er muss nur neugierig sein. Ja. Also gut, mir kommt, der setzt, ich bin jetzt wieder wenn genauer geworden, er setzt die Brille auf, das ist in dem Trailer, sieht man dann, er macht das auf und zu, wenn er das runterzieht, für die, die das nicht wissen, wenn du ein normales Videospiel, ein Ego-Shooter oder was spielst, hast du ja nicht nur das Bild aus der Ego-Perspektive, zum Beispiel, oft ist es ja die dritte Person-Perspektive, dass das Bild, das du siehst, siehst du der, den du spielst, von hinten, praktisch von oben, darum nennen wir das die dritte, er, ich beobachte mich, der Geist beobachtet die Figur, die hier zu sein glaubt, oder man schaltet um beim Ego-Shooter, siehst du dann, wenn der schießt, immer nur aus den Augen raus. Ja. Und dann hast du natürlich hier Zusatzinformationen. Zum Beispiel irgendwo eventuell eine kleine Landkarte unten, wo du dich in der Stadt befindest, dass du dann weißt, wenn ich jetzt da hingehe, das ist wie ein Navi im Auto. Ja. Es ist ja in Bezug auf deine Person, wo du dich befindest, mit irgendwelchen Daten, wie viel Lebenswerten du hast, nur wie viel Munition du hast, das wird dann alles eingeblendet. Und das, er ist ja schon eine KI, das wusste er bloß nicht. Und wenn er dann die Brille runter tut, hat er das normale Bild und dann setzt er die Brille von dem auf und dann sieht er plötzlich, dass das ja nur ein Videospiel ist. Ja. Und damit weiß er, mir kann ja nichts passieren. Genau. Der Spieler selber, der Spieler, auch wenn die Figur abgeschossen wird, der Spieler ändert sich ja nichts, der ist auf einer anderen Ebene. Ja. Diese Zeichen, jetzt könnte ich das wieder die Kausalität umdrehen. Jetzt hast du die Reife mit Holofeeling, dass du das verstehst. Ja. Das ist schon losgegangen 1999 mit dem Film Matrix. Ja. Ich weise immer wieder darauf hin, ich habe von dem Prinzip schon gesprochen, da wusste noch gar keiner, dass der Film ins Kino kommt. Genau. Bei Vorträgen habe ich da schon lange vorbereitet, das sind evolutionäre Schritte, dass ich durch die Welt zu dir spreche, in vielen kleinen Fassen. Und wenn du jetzt die Welt verändern willst, immer sagst, wir wollen nicht von A nach die Seiten wechseln, sondern wir wollen sie vervollkommnen. Du kannst es nicht, wenn du meinst, dass du irgendwie auf der virtuellen Traumweltebene als Figur, die du dir ausdenkst, auf andere Figuren, auf andere KIs einsprichst. Das heißt, Demonstrationen, all das, wie oft habe ich gesagt, wenn du jetzt dir eine Zeitgeschichte ausdenkst, keine Revolution, Evolution, Revolution, hat jemals das System wirklich geistreich erweitert. Genau. Wirkliche, absolute Veränderung muss im Programm passieren. Dieses Programm, das Videospiel, wenn du spielst, alles, was auf dem Bildschirm auftaucht, alles, was möglich ist, bestimmtes Programm, alles, wenn du jetzt noch unbewusst chronologisch denkst, während du spielst, alles, was noch passieren wird, während du spielst, ist schon basiert auf dem Programm. Weil es gibt nichts, was auf dem Monitor auftauchen könnte, was nicht auf der transversalen, tieferen Ebene in deinem Arbeitsspeicher geladen ist. Genau. Deine Reaktionen sind Eingaben in das Programm und diese Eingabe verändert dann im Moment das Bild. Oh. Jetzt ist das Autobahnbeispiel wichtig mit der Kreuzung, dass du jede Entscheidung, die du jetzt triffst, maßgeblich Bestimmendes für das, welche Möglichkeiten dir jetzt die Zukunft bietet. Lass das auf dich wirken. Jede Entscheidung, die du jetzt triffst, das sind die kleinsten Entscheidungen, sind Flügelschläge deiner Psyche. Psyche heißt auf Griechisch auch Schmetterling. Ja. Bestimmt, wie es dann in deinem ständig wechselnden Bildertraum in dieser Spur weitergeht. Dann würde ich da sehr achtsam sein. Ja. Jetzt hast du natürlich einen Charakter, darum sage ich immer wieder, spitz erst einmal deine Rolle weiter. Denk an unseren Moritz, wo ich sage, der jetzt Zahnarzt studiert, den wir uns jetzt ausdenken, der jetzt die ganze Zeit nicht existiert hat und den es da außen auch nicht gibt. Ja. Dass ich nicht sage, studier Holofeeling. Ich sage, bevor du dich irgendwie zumüllst, das ist eine reife Sache. Ich kann ja nicht zum Beispiel, wenn du anfängst mit einem Normalbuch, mal nach Zahlen, ein Kind so ein Malbuch gibst, dass es lernt, mal nach Zahlen, kann ich ja nicht sagen, das ist Zeitverschwendung, studier lieber Holofeeling. Ja. Macht keinen Sinn. Na. Es ist das, was du lernst, ist wichtig, auch wenn es ein sehr trügerhaftes, fehlerisches Wissen ist, aber du wirst es irgendwann einmal brauchen für die Zukunft. Wenn er jetzt Zahnmedizin studiert, das ist zwar alles materialistischer Schwachsinn,
auch schon sehr einseitig programmiert. Ich weise immer wieder darauf hin, dass hier die Kausalität umgedreht wird. Das ist hochinteressant. Trockennasenaffe plus nebenher Trockennasenaffen. Die Gattung der Primaten kann auch Gorillas dazu, Simpansen dazu. Okay. Wenn du mal lange genug in deinen geistigen Archiven suchst, wirst du feststellen, dass was sehr Eigenartiges passiert, dass man diesen Primaten, es hat eigentlich in den ersten Untersuchungen überhaupt kein Karies gegeben. Mhm. Karies hat es erst gegeben, nachdem Zahnärzte das entdeckt haben. Es dreht sich immer wieder drauf rum. Es ist auch mit dem Krebs, wenn man sagt, Krebs gibt es ja schon immer, wir wussten das bloß nicht. Ja. Es sind Krankheitenerfinder. Das, was du weißt, verwirklichst du. Ja. Die Menschen sind gesund geworden, die sind krank geworden und sind wieder gesund geworden. Mhm. Ja, aber die hatten ja damals nicht diese Lebensdauer, das Lebensalter wurde von den Ärzten verlängert. Das ist alles ausgedacht. Du plapperst doch bloß nach. Die ganze Naturwissenschaft, die Medizin, die Chemie ist nachgeplappert. Mhm. Ja. Wie willst du ein Wassermolekül entdecken? Wie willst du ein Elektron entdecken? Mhm. Da gibt es nichts zu entdecken. Ich sage immer wieder, jetzt denken wir uns ganz einfach, du würdest mit deinem Intellekt, mit deinem Programm ein Wissen haben, was du jetzt Menschen hier im 15. Jahrhundert zusprichst. Und die Möglichkeiten, die du dir in diese Vergangenheit denkst. Es gibt überhaupt keine Möglichkeit, das zu überprüfen oder zu entdecken. Ja. Es muss einem einfallen, so wie ein Goethe, dem wir uns jetzt ausdenken, was einfällt. Ja. Sein Faust. Warum? Gibt es überhaupt ein Goethe? Brichst du schon wieder das zweite Gebot? Du brichst schon wieder das zweite Gebot. Du denkst jetzt an einen Goethe und du denkst dir, dass der in Faust geschrieben hat. Und eventuell, wenn dich das interessiert, kannst du sogar ein bisschen was aufsagen davon. Mhm. Oder nicht, hängt von deinem Schwamminhalt ab. Dein Schwamminhalt, dein Intellekt bestimmt, was du jetzt denkst. Und die Unbewusstheit zu meinen, das ist, bevor du es gedacht hast, da außen passiert. An der Krankheit leiden alle, ob das religiöse Menschen sind, ob das esoterisch intellektgesteuerte Menschen sind oder naturwissenschaftlich intellektgesteuerte Menschen sind. Diese Menschen, die wir uns jetzt ausdenken, nochmal diese Medim, sind Programme, es sind KIs. Ja. In einem Traum gibt es nur einen einzigen Geist. Mhm. Das bist du. Ja. Tatvam Asi, sage ich in meinen Upanishad. Mhm. Und jetzt wollen wir dieses Wort wiederum, Up ist Gott, El Hayom, hm. Ani ist ein rot geschriebenes Ich, der Schöpfer sein Gottes, rot geschrieben, oder die Schöpfung eines existierenden Intellekts, blau geschrieben. Und Schaden schreiben wir einfach Shinde, das ist der Dämon, hm. Ihr Dämon, in Bezug auf Frauen, auf intellektuelle Systeme. Das ist das, was es ist. Ja. Und dann wirst du, wenn man ins Ja ist ja Gott, ins Ja, Panische gehen. Mhm. Pan ist auch ein Gott im Griechischen, ja. Der Gestalt annimmt. Dann wirst du plötzlich feststellen, dass du die Kampfkunst von Budo beherrschen musst. Da gibt es mhm. übrigens ein schönes Update, wenn du mal schaust. B-Udo im Udo, das ist UB 86 Elayom. Das Ganze, eine Unterform davon ist zum Beispiel Judo. J. Udo, der kleine Gott Udo, der Ky-Udo, die Kunst des Bogenschießens. Mhm. Meinst du, das sind alles Zufälle? Ich sage, welche Beweise muss ich euch denn noch geben? Und ich sage dann immer wieder, es geht jetzt nicht um diesen Brötel, den du dir ausdenkst. Das ist vollkommen unwichtig. Wie heißt es so schön in Du bist ich, in diesem absolut genialen Finanzamtbrief für normale Menschen, wo ich sage, es sind all die Probleme der Menschheit schon längst gelöst. Es gibt Beamen wie im Raumschiff Enterprise. Du müsstest nur das Programm verändern. Diese Programmveränderungen sind alle schon fertig von mir. Du kannst beamen wie im Raumschiff Enterprise. Unsterblich bist du sowieso. Es ist alles möglich, was jetzt mit der Computertechnik möglich ist in diesen Kinofilmen. Mhm. Das kannst du realisieren. Ja. Alles, ob das Katastrophen sind, egal was, es ist ja eh nur noch computeranimiert. Du könntest dir wie ein Transformer so riesen Autos, die zu Roboter werden, aufbauen, aber dann vollkommen real, jetzt so, wie du deine Welt erlebst im Kleinen. Mhm. Das ist die Zukunft, die ich dir als nächstes anbiete. Mhm. Und das ist keine Märchenspinnerei, es ist kein esoterisches Geschwätz, kein religiöses Geschwätz und schon gar kein geistloses, naturwissenschaftliches Geschwätz, das ist das, was ist. Vertrau mir einfach, ich will ja von dir nichts weiter. Von dir Geist. Die Person, die du bist, die ist bloß sekundär für mich. Sekunden. Unter Welle, eine Gedankenwelle. Nicht mehr, aber viel weniger. Mhm.
Nicht mehr, aber viel weniger. Ja. Das gilt für alles, was in dir auftaucht. Genau. Also gut, das heißt, wenn man wirklich was machen will, ist die erste große Erkenntnis, all die Demonstrationen, die Griechen, um Welt zu verändern, die Welt. Darum heißt es ja WELD, ein Brandopfer, der polare Rand. Jetzt kann ich das Opfer positiv und negativ sehen. Das hebräische Wort für Rand ist Korban. Ja. Oft darauf hingewiesen, es beginnt mit einem Q. Fange ich nicht nochmal an. Das beginnt erst einmal mit Kareb. Ohne das N hin. Und Kareb heißt zum einen eine Schlacht, ein Kampf. Das ist das Opfer. Korban, dann, wenn es zu existieren anfängt. Dasselbe Wort heißt aber auch nahe sein, sich annähern. Und jetzt denk immer an unsere Nulllinie mit den zwei Seiten. Ja. Wenn die zwei Seiten sich annähern, nahe sein, dann habe ich zwei verschiedene Sachen, kann ich eins machen. Ja. Ich kann ein Plus 5 und ein Minus 5 eins machen, obwohl Plus 5 und Minus 5 da sind. Dieses 1 ist unser Bit 1-0. Die letzten Gespräche anhören. Ja. Da ist auch das Wort nähen. Nahe sein, nähen, ist das Wort nähen mit dabei. Das heißt, wenn ich mir jetzt eine Nulllinie denke und ich denke mir, das unten und das oben wären zwei Seiten eines Stückes Stoffs. Der Stoff ist Materie. Übrigens, da steht zuerst einmal SD off. Raumzeitliche Erscheinung oder raumzeitliche Spiegelung ist ein kreisendes FF. Das ist der Stoff. Ich kann auch sagen, die raumzeitliche Erscheinung off, Englisch gelesen, das O als Verbundung, dann wird es ausgeschaltet. Aber gut, wenn mir jetzt nahe das Kareb nahe sein, das ist übrigens affin, Korban, wir sind beim Korban, Helene, das Kareb heißt ja nahe sein, wir können das ganz kurz einmal einschalten nochmal. Dann kann man sich es vielleicht leichter vorstellen. Das ist das Geheimnis. Genau. Das ist jetzt erst einmal eine feindliche Annäherung, eine feindliche Annäherung. Das ist der Kampf, aber dasselbe Wort hast auch das Innere, das Innerste in der Mitte. Schau, eine Schlacht. Acht ist die weibliche Eins, die Radix auch von echt. Shin El im Hebräischen, im Langenscheid Hebräisch Wörterbuch, wenn du nachschaust, heißt es ein Partikel des persönlichen Besitzes. Das ist, die Acht steht für deinen Intellekt. Das heißt natürlich auch, ich werde in Schrecken versetzt. Halt, da hätte ich nicht draufdrücken dürfen. Sich nähern, annähern, herantreten, nahe sein. Das ist jetzt eigentlich dieses Spiel. Und wenn wir mal ein N hinten dran setzen, jetzt haben wir zuerst einmal Kor. Wir machen da zwei Zweierradixen. Das ist immer das Blaulesen. Affinität, eine gespiegelt, affine Erscheinung. Das sind Affen, das sind Primaten. Ja. Und zwar sind das affine Erscheinungen vom Adam. Informationen des Geistes. Das ist der Enosch, der sterbliche Mensch. Dann ist berechnetes Außen. Wenn wir uns das einzeln anschauen, wir können das natürlich dann auch rot machen, der Mensch im geistigen Kopf ist alles inmitten verbunden, das ist das Zentrum. Ist Kor alleine, affine Berechnungen erzeugen zwangsläufig ein Alternieren. Darum ist das erst einmal die Kälte, kalt. Kal heißt wie Gott, der anfängt sich zu spiegeln, K-A-D. Ja. Und das ist fleckig, eckig, weil wir ja hier nicht nur den klassischen Spiegeltunnel haben, sondern wir sind ja in einem D-Dreieck, in einem Tetraederspiel. Und wir konzentrieren uns, wir denken uns in Ecken hinein. Ja. Licht bewegt sich nicht durch Raum und Zeit, sondern alterniert rein im imaginären, metaphorischen, imaginär, meta. Sind wir schon oft darauf eingegangen, nachschauen, was bedeutet Meter auf Lateinisch und was bedeutet Meter auf Griechisch. Dann wirst du feststellen, einmal landest du bei dem Wort innen, inmitten, und das andere ist es ein Ziel, das Meter um Zielpunkte herumlaufen. Ringsum. Griechische Sicht darauf eingegangen. Vorischen Spiegeleck deines persönlichen Bewusstseins. Das ist das Prinzip der Matrix. Ja. Es ist dann übrigens, macht die Logik, die 300. Ja, genau. Und das Reb, diese berechnete Polarität, ist zwangsläufig die Grund, die Kleinform für Vielheit. Das ist einmal Reb, ist der Chef, die Fülle, die Mehrzahl. Fürst. Da kann man jetzt das H, kann man E setzen, dann hast du die Mehr, das Mehr und zahlreiche viele Gedankenwelt, die Geburt von Schöpfungen sind wahrgenommenes Licht. Z-A-Wahl.
Wobei ZA alleine heißt heraustreten. Mhm. Und ZA, schaut mal her, dieses Mehrzahl. Wenn ich jetzt ZH mache, ja, das A lassen wir als Vokal weg. Die Geburt an der Wahrnehmung. Mhm. Okay, das ist klassisch blau gelesen. ZA ist hinaus. Die Geburt an der Schöpfung. Aber das passiert in einem der geöffnete Berechnung in einem Ech. Und jetzt K-Ott, wenn wir Ott mit 70 schreiben, heißt es, und das ist wie eine augenblickliche Erscheinung, das ist ein Zeitpunkt. Ja. Jeder Moment. Das ist es spät, das ist nicht willkürlich. Genau. Okay. Wir waren bei den Körpern, bei den Reb. Dieses Reb ist immer eine Vielheit. Das ist groß, zahlreich, wichtig. Zahlreichet. Das Zahl haben wir gerade gehabt. Die Geburt an der Schöpfung ist wahrgenommenes Licht. Im Spiegel ist die Kollektion. Genau. Right. Das ist immer so die Grund. Das wird irgendwann aber wirst du meinen, dass es immer passt. Übrigens auch in allen Worten, in allen Sprachen der Welt. Mhm. Bei Holofeeling allumfassend ist. Genau. Mhm. Und jetzt komme ich, weil immer genau, ich muss immer ein bisschen dazu machen. Das heißt, es ist alles, was du auf dieser Traumweltebene machst als Brösel, ist immer nur in dem Moment. Es ist vergänglich, da kannst du keine Zukunft verändern, die in der Zukunft sowieso nicht passiert wird. Ich sage, sorge dich nicht um morgen, du kannst im Moment jetzt die Möglichkeiten verändern, wenn du das Programm veränderst. Mhm. Dazu brauchst du aber Holofeeling. Ja. Das ist das Geschenk mit Holofeeling. Mhm. Und du kannst nur deinen Traum verändern, nicht den Traum irgendwelcher anderen, weil die in deinem Traum gar nicht existieren, weil mir jetzt in dieser Tabelle hier auseinanderplatzt, wenn man die ganz kurz im letzten Selbstgespräch diese Tabelle reinmacht, die hole ich jetzt nicht nochmal her. Es ist die Transversal, ist immer wieder dieses absolute Degreat zu Ex Nihilo. Wir haben zuerst einmal die göttliche Bibliothek, da denken wir ins Bücherregale rein. Den Bücherregalen, wir müssen uns erst auf ein Bücherregal fokussieren, dann in dem Bücherregal auf ein Buch fokussieren. Das jetzt beginnt schon die Personifizierung, ist aber nicht mehr die Bilder, weil an was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Mhm. Wenn du jetzt an deinen Körper denkst, ist das eine winzige Facette aus dem Programm, okay, das das Buch darstellt oder das Programm darstellt. Mhm. Da hast du immer die Spiegelungen, wo ich sage, du kannst dir viele Menschen ausdenken, du sagst, ich bin aber bloß ein Mensch davon. Du kannst jetzt viele Körper ausdenken, du sagst, ich bin aber bloß ein Körper davon. Mhm. Persona. Mhm. Die vielen Personen, die du jetzt rein gedanklich in dir aufbauen kannst, die sind alle, die waren jetzt von dir erschaffen. Und einen davon sagst du, das bin ich. Dann denkst du an den jetzigen Körper, der jetzt vom Computer sitzt oder Handy in der Hand hält oder was auch immer. Mhm. Von deinem Programm ab. Aber da wirst du merken, dass du in dem Spiegeleck, wenn du jetzt bist, kannst du dir trotzdem noch andere Personen, andere Masken, Körper ausdenken, wo du sagst, das bin auch ich. Die musst du jetzt aber von dir, von dem jetzigen, aktuellen Ich weg in die Vergangenheit oder in die Zukunft denken, wo du sagst, das bin ich. Darum sind die zwangsläufig nur feinstofflich. Mhm. Weil materialisieren, realisieren kannst du nur unmittelbar hier und jetzt. Das ist wieder die Stelle, wo ich oft darauf eingegangen bin, ich bin du Quadrat im ersten Selbstgespräch, dass Materie nur hier und jetzt von dir erschaffen werden kann. Das ist hochkonzentrierte Energie. Mhm. Alles, was du jetzt denkst, ist ja prinzipiell immer Information. Mhm. Und alles, was du dir jetzt räumlich oder zeitlich woanders hindenkst, das ist auch hier und jetzt. Aber das kann zwangsläufig nur feinstofflich sein, weil das nochmal hochkonzentriert ist. Genau. Das ist das Beispiel, seit 30 Jahren sage ich, es ist vollkommen unmöglich, dass du heute Abend in dein Schlafzimmer ins Bett steigst. Also dies mit diesem Körper, den du jetzt denkst. Mhm. Ja. Du kannst es jetzt denken, denke, dann denkst du dir aber das Bett woanders hin und deinen Körper in die Zukunft, die Situation. Mhm. Wenn du das materiell sinnlich wahrgenommen erleben willst, musst du jetzt auf deiner Verabrede das Bett haben und du musst dich jetzt denken, jetzt an den Körper denken und jetzt muss das Bett vor dir sein und dann kannst du jetzt sinnlich wahrgenommen erleben, wie du dieser Körper sich in das Bett legt. Ja. Sobald aber irgendwas räumlich oder zeitlich wohin gedacht wird, kann es nur feinstofflich sein, ist keine Materie mehr da. Also kann es in der Vergangenheit gar keine Materie gegeben haben und es wird auch in der Zukunft keine Materie geben. Ja. Wenn du das jetzt verstehst, das, was ich dir sage, ist hundertprozentig sicher. Ja. Wenn du das bezweifelst und unmöglich sagst, dann hast du die Worte nicht verstanden. Ich kann nur, ich nehme jetzt einmal ein Beispiel ohne Namen baffeln.
Wenn ich sage, es ist hundertprozentig sicher, dass immer für dich nur das existiert im Meer, für dich im Meer, den immer sein Geist, für dich in dir nur das existiert, was du jetzt denkst. Genau. Das ist hundertprozentig sicher. Wisst ihr, wie viele tausende Male ich auf der Bröselebene Gespräche hatte, die dann sagen, ja, aber ich kann doch, das ist zwar richtig, aber ich kann doch nicht überprüfen, ob das dann trotzdem da außen ist. Ich habe einen ganz speziellen hartnäckigen Fall, also du hörst nicht richtig zu. Ich glaube, ich habe das 10-mal hintereinander gesagt. Ich sage, das ist uninteressant. Ich behaupte zuerst einmal, es ist hundertprozentig sicher, dass für dich nur das existiert, was du jetzt denkst oder was du jetzt anschaust. Ja, das ist ja klar, aber trotzdem kann ich doch nicht überprüfen, dass das Zeug trotzdem da außen ist. Das ist nicht interessant, weil jetzt ist ja da außen eventuell ein Zeug, weil du das jetzt denkst. Aber selbst der Gedanke, ich kann ja nicht überprüfen, ob das Zeug trotzdem da außen ist, existiert ja nicht, wenn du ihn nicht denkst. Genau so ist es. Das ist der zweite, du willst ums Verecken, nicht loslassen von diesen hochgespiegelten Facetten in diesem Tetraederspiegel, die niemals da außen sind. Ja. Unser Bild, ein Lämpchen mit vier Spiegeldreiecke drumherum in einem Tetraeder, ist schon was Auseinandergedachtes. Von mir aus gesehen ist die 1, 0 das Absolute und es ist ein 1 durch 4. Und 1 durch 4 ist 0. Das ist der eine, der nichts ist. Und der fällt ins Koma und 1 durch 4 ist 0,25. Und jetzt ist es in der Fantasie mit Holofeeling, heißt es definitiv 0 ist Gott, ist L, L heißt nichts. Wir können das auch I lesen, AI, 11 ist auch nichts. Übrigens die 11 dann wieder, die Aleph als Aleph gelesen, dasselbe zeigen hast, unendlich viel. Das Wort ist im letzten Selbstgespräch mit der 1,0 in Bezug auf den kleinen Gott und mit der 1,100 in Bezug auf den roten Menschen, wo wir dann 2,0 haben, die Unendlichkeitszeichen weg. Da steckt das Aleph drin und AI heißt nichts. Das hast du übrigens dann auch wo und Insel und noch einige Sachen. Ja. Bezieht sich auf das Zentrum. Heißt nichts. Das ist die Null. Und diese Null fällt ins Koma. Und dann kommt 2,5. Das sind 2,5. Jetzt, wenn ich jetzt für diese Null vor dem Komma setze ich den kleinen Gott, die 10, ist ja ein Bit, ist 1, ist gleich 0. Ja. Der fällt ins Koma und dann kriegt er 2,5 und dann steht er JHWH da. Das ist die Struktur. Die Gegenwart. Das ist die Gegenwart. Jetzt haben wir GG 3,3. Ist das ausgedachte Gag und als 33 gelesen ist es die Welle, was übrigens auch eine Haufe ist. Jetzt hast du das gleiche Wellenphänomen in der Physik. Genau. Was meint ihr, was für eine Freude ich habe, wenn du ein bisschen an der Grundlage hat in den Physikbüchern und ich kann dann Ihnen sagen, was da mit Holofeeling alles drin steht. Was er gar nicht sehen kann, weil er die Formeln oder die Worte immer nur so einseitig auslegt, wie du das in deinem Schwamminhalt drauf hast. Genau. Und stolz sein auf seine Religion, auf das Entheiligen von Worten, jetzt das böse N-Wort, Neger. So, wieso ist das Wort Neger? Es ist nur ein Wort für schwarz. Genau. Das Krishna ist Gott. Ja. Negroid, habe ich so oft darauf hingewiesen. Genau. Dass da plötzlich dieser Einseitigkeitswahn der Gutmenschen der Welt verbessert, dass man nicht mal mehr Negerkuss sagen darf, sondern Schaumkuss oder was, wie man jetzt sagt, weil da das Wort Neger drin ist. Ja. Immer so schön, weil ich bin gespannt, wenn sie also hier in Führerschein irgendwann einmal verbieten, dass das irgendwie Fahrberechtigungserlaubnisschein heißen muss, weil das Wort Führer raus muss. Ist dann das Wort Führer eigentlich schlecht? Nein, okay. Das Wort Nazi, ich wiederhole das auch nochmal, Nazi heißt Geburt. Ja. Das heißt, jeder, der jetzt sagt, ich bin ein Schweizer, ich bin als Figur, als Brösel, ich bin der Türke, ich bin was weiß ich, der weist auf seine Nation hin. Dieses ganze Negative ist schon eine extreme Entheiligung eines Wortes. Ja. Und allen voran ist das Wort antisemitisch. Für die, die es noch nicht gehört haben, ich weise noch mal drei hin, schau mal nach, was bedeutet semitisch. Antisemitisch heißt gegen die Semiten sein. Semitisch, die Semiten sind ein Volksstamm. Ja. Zu den Semiten gehören die Palästinenser, die Hebräer, sprich die Juden, Iran, Irak, die Perser, die Ägypter und noch etliche. Das sind die Semiten.
Und jetzt wirst du plötzlich feststellen, in deiner momentanen ausgedachten Welt gibt es bloß ein allereinziges Volk, das höchstgradig antisemitisch ist. Das ist Israel. Ja. Das sind die einzigen, die komplett mit allen anderen semitischen Völkern so verstritten sind, mit Griechen, mit Palästina, mit dem Iran, mit allem drumherum. Was übrigens jetzt nicht die klassischen Juden sind. Ich weise immer wieder darauf hin, in Israel gibt es einen Riesenkonflikt. Israelis trennen sich zuerst einmal orthodoxe Juden und den Zionisten. Ja. Es ist die Welt, es ist eine Führerscheinprüfungsbogentraumwelt. Die Zionisten sind die Aggressoren. Die ultraorthodoxen Juden haben mit diesen anderen Völkern überhaupt kein Problem, ganz im Gegenteil. Es geht mittlerweile so weit, dass die sogar die Kinder in Israel aus den zionistischen Schulen rausholen wollen, weil die sagen, ihr entheiligt unsere Bibel. Und ich verweise nochmal, jetzt, wenn du recherchierst, etliche ältere ultraorthodoxe Rabbis, vor einigen Jahren wurde Hitlers Mein Kampf, das ist eine Geschichte jetzt, kannst du aber überprüfen aus deinem Internet heraus, zumindest solche Seiten hier anschauen, wurde Mein Kampf ins Hebräische übersetzt. Da sind mehrere ältere, hochgebildete Rabbis drin, die hier ganz definitiv sagen, dieser Mann hat recht. Dieser Zionismus mit dem ganzen Geldjudentum hat unsere heilige Tora, unser Volk entheiligt. Alles, was die machen, geht nicht einher mit dem, was in der Heiligen Schrift steht. Ja. Das sind dir fänden so viele Wissenselemente, die bröseln. Als Brösel mit deinem Bröselprogramm fänden dir so unendlich viele Wissenselemente. Und dieses massive Aufrechterhalten von einer einseitigen Meinung. Ja. Die Welt besser machen wollen, einen Frieden machen wollen in der Welt. Es ist wie wenn du sagst, ich will bloß Sonnenschein haben in der Welt. Du hast das Prinzip der Traumwelt nicht verstanden und du hast nicht begriffen, was eine Führerscheinprüfungsbogentraumwelt ist. Oh, Entschuldigung, Führer darf man ja nicht sagen. Was du verändern musst, ist dein Intellekt. Ja. Den musst du erweitern. Das heißt, genau die Sachen, die du jetzt bekämpfst, die musst du dir zu eigen machen. Kehrseiten. Um heil zu werden. Um da wieder hinzukommen, wo du eigentlich immer bist. Genau. Darum sage ich immer wieder, es ist überhaupt kein Problem, wenn du dir was einseitig ausdenkst, du musst es nur bewusst machen. Ja. Darum muss ich das immer wieder präzisieren, dieses mach dir kein Bild von irgendwas da droben im Himmel oder da drunten auf der Erde. Heißt nicht, dass du diese BILR im kinderweckten Bilder in dir drin, in deiner Traumwelt, dir nicht um dich rum gedanklich verstreuen darfst. Betonung nicht auf Gedankenlicht. Ja. Es ist ein reines Gedankenlicht. Jetzt schauen wir uns einmal das Wort Gedanken an. Da steht am vorne ein G, das steht für Geist. Yes. Geist ist Gimmel gemäß die Einstein-Formel. Kannst du noch, GML. Geist ist M mal L. Geist ist Energie, ist Gestaltwerdung Licht. Gestalt geworden ist Licht. Ja. Das ist immer C Quadrat in der Formel. Setzt man aber im klassischen Sinn in der Formel als 1. Ja. Das ist eine 1, die ein 1 Quadrat wird. Ach. Genau. So musst du die Formel lesen. Ja. Deine Welt weiß nichts davon. Ja. Das ist immer wieder, es klingt so arrogant, wenn ich sage, für mich sind die Weisen deiner Welt eine Schimmelpilzkolonie. Die müssen erst einmal so viele tausend Leben, wie ich gelebt habe. Und ich ist jetzt natürlich nicht dieser Gedanke Udo. Nein. Und jetzt ist in der Hammerschlag ist, dass ich sage, ich bin du, das bist du auch. Du hast das bloß vergessen, weil du so in deiner Rolle versumpft bist. Ich fühle dich jetzt wieder zurück an den Ursprung. Ja. Und dann wirst du immer noch Leben erleben, aber bewusst, so wie ich. Dann hast du von nichts und niemandem mehr Angst. Es ist wie wenn du jetzt sagst, spannende Filme anschaust. Und jetzt wirst du die ganze Belletristik in dem Bücherregal, die Krimis genauso wie die Dramen und die Komödien genießen können. So wie beim Essen du dich abwechslungsreich ernähren solltest. Ich esse kein Fleisch. Habe ich nicht ganz klipp und klar gesagt, nehmet hin, das ist mein Fleisch und esst es? Tiere sind nicht grausam, die haben ihre Mitlebewesen los zum Fressen kann, das ist ein Einswerdungsprozess. Genau, so ist. So wie das Meer sämtliche Wellen wieder verschluckt und sich eins macht, aber komischerweise ist es dieser Vorgang. Eine vollkommen neue Art zu denken, das ist heilige Philosophie. Das ist die wirkliche Weisheit. Das ist sehr rudimentär in diesen philosophischen Erkenntnissen dieser weisen Menschen in einer Welt schon drin ist, aber nicht absolut gesehen. Ich habe einmal so ein Video reingestellt, ein Zwiegespräch, ein imaginäres, ein fiktives Zwiegespräch
Theaterstück, jetzt rede ich wieder normal, gibt es das Video, musst nur suchen, zwischen Nietzsche und Sokrates. Ja. Hochinteressant. Und du wirst feststellen, beide haben recht. Nietzsche ja. hat mehr recht wie der Sokrates, wenn man es absolute weiß. Mhm. Und Kant hat noch mehr recht wie der Sokrates, weil das ja Entwicklungen sind. Mhm. Das ist immer wieder so, auch Buddha Laozi. Ganz weise Sprüche, wenn du dir das anhörst. Ja. Rein chronologisch in der Hierarchie gesehen kommen die 400 Jahre, so steht es in den Büchern drin, vor Jesus. Mhm. Und es ist ja immer in jeder Reinkarnation, solltest du ja lernen. Ja. Erweitern. Ich bin 2000 Jahre nach Jesus. Mhm. Es sind etliche Leben dazwischen gewesen. Mhm. Viele, viele Bücher könnte ich jetzt zu dir sagen, die ich noch erleben durfte. Ja. Das ist ein ganz anderes Denken. Der Unterschied zu deinem bisherig gewohnten Denken ist, dass das, was ich dir sage, kannst du überprüfen. Das jetzt natürlich nicht überprüfen, weil ich ja sage, das sind ja auch nur Gedanken. Du kannst überprüfen, dass das jetzt nur Gedanken und Vorstellungen sind. Genau. Aber du musst erst einmal das zweite Gebot halten, dass da außen gar nichts ist. Dass du einfach nur diese transversale Hierarchie, der Wechsel von Ani zu Anoki, diese zwei Ichs, die wir übrigens auch im Sanskrit haben, ja. In meinen Upanishaden sind auch zwei verschiedene Ich. Das eine heißt Aham und das andere heißt Ma. Aber das wird jetzt viel, viel zu weit führen. Genau. Und dass man kein Vielwissen braucht, wirst du feststellen, dass ich als Brüssel oder mich sogar in der Regel wehre dagegen, dass ich sage, ich kann nicht einmal Englisch. Ich habe das ja nie gehabt. Geschweige denn Hebräisch. Es ist nicht nötig. Du kannst es mit einem ganz einfachen, hintergerechten Deutsch machen. Genau. Deutsch ist die Gottessprache. Und das wird jetzt immer mehr entheiligt mit den Anglizismen, wo man sagt, es ist die eigentliche Grundsprache des Systems, ist komplett entheiligt worden. Ja. Es ist so. Ja. Modewörter. Modewörter, ja. Weil man immer schön modern sein will, immer schön nachäffen. Dass alle Modetrends nachäffen, dass der Konsum am Leben erhalten wird, weil sonst kann man ja nicht leben, wenn wir nicht konsumieren. Hast du bloß noch nicht verstanden, was das Konsumarum, das Konsumieren heißt? Das heißt, eins machen und nicht immer noch mehr Vielheit sich ausdenken und das ständig verändern, weil man meint, wir müssen wieder was Neues verkaufen. Ja. Das ist eine kranke Welt, die Elite, es ist nicht wert, dass sie die Welt bescheißt, wird meine Mutter sagen. Und dann doch wieder zwei Seiten. Ja. Und jetzt musst du dir ganz einfach, wenn du das jetzt hörst, dir Gedanken machen, was bist du, was willst du sein? Ein sterbliches Säugetier, das ums Überleben kämpft, nach Geld giert, nach Macht giert? Lernst du erst einmal die Kleinigkeiten der Physiognomie. Die Physiognomie, ja, die ich verweise hier, Huderer. Die klassische jetzt, wenn du reingehst, wir haben Lavada und hatten ja mal vor vielen Jahren das Thema hier mit Physiognomielehre. Das sind so Sachen, wenn wir jetzt eine raumzeitliche Geschichte machen, wie das also hier die ersten Grundlagen gekommen sind, das Buch rausgekommen sind, war auch die Nazis waren sehr, sehr interessiert dran. Sind ja sehr spirituell, wenn man die klassisch, wenn man mal den Hellboy sich anschaut und so weiter. Die Dule, es war ja hier sehr esoterisch angehaucht im Hintergrund, was der normale Mensch überhaupt keine Ahnung nicht hat, aber bloß Hitler und Krieg und Macht. Aber die Geheimlogen sind da sehr, sehr esoterisch angehaucht gewesen im ganzen Suchen, auch in Asien. Mhm. Ja. Und da ist es, dass die Physiognomielehre haben die sich natürlich auch drauf gestatzt. Bloß das große Problem, die Lehre von Huderer hat eigentlich bewiesen, dass die ganzen Nazi-Schergen von der Physiognomie des Gesichtes her schon darauf hinweist, dass das Verbrecher sind. Und dann wurde er plötzlich bekämpft. Ja. Das eigene Spiegelbild sich vorhalten lassen. Mhm. Da hat er hier so einer kleinen, in unseren Chat, glaube ich, beim BC hat so ein kleines Spondy-Bild reingestellt, was sehr treffend ist. Du gehst durch die Wohnung bei einem Bekannten und da sagst du, hey, was hast denn da du für ein geiles Bild für vom Teufel bei dir in der Wohnung hängen? Da sagt er, das Kapitel ist ein Spiegel. Das habe ich nicht gesehen. Gut. Ja. Wenn du den Scheitern sehen willst, den Scheitern, den Satan, dann schau in einen Spiegel, dann hast du nämlich vergessen, dass du der Rai, der Kopf des Schöpfergottes bist. Und den du anschaust und der du zu sein glaubst, sind nämlich geschieden. Du bist aber der Rai, der, wenn an sich selbst denkt, in sich selbst, der im Spiegel ist, der im Rai, im Kopf des Schöpfergottes, der ist innen drinnen. Und der denkt sich jetzt den Form vorm Spiegel, das ist die Figur in dem Videospiel. Das bist du.
Solange du glaubst, um dich herum ist ein Raum, der um dich herum existiert, auch wenn du nicht daran denkst, dass du nur eine Facette in einem riesengroßen dreidimensionalen Raum bist, bist du schon reingesumpft in diese virtuelle Welt. Ja. Dann bist du der Ausgedachte, der Formspiegel, der zu Form gewordene, der natürlich auch im Spiegel ist. Das ist übrigens plus eins, minus eins. Ja, ja. Du bist eigentlich diese Nicht-Eins, weil du nichts bist. Nichts. Eine ausgedachte Eins ist nicht die absolute Eins. Das Uni, das Verbundensein der Gott, ja, wo alles heraus, Universum und wieder hineinkehrt, die 1-4-Struktur, da muss man das Rot-Blau-Lesen verstanden haben. Ja. Und das sind die kleinen Schritte, dass du zuerst einmal dir das immer während bewusst machst. Ansonsten bist du die meiste Zeit sowieso voll versumpft in deinen Interessen. Ja. Wenn du einmal anfängst, dich zu beobachten, über diese Kleinigkeiten du dich freust und über diese Kleinigkeiten oder Masse von Kleinigkeiten du dich aufregst. Nur wenn du in der Zeitung reinschaust. Da kann ich tausendmal sagen, was ist jetzt da? Ihr Menschen, die ihr außen zu leben glaubt, ihr seht laufen Sachen, die ihr überhaupt nicht seht. Ja. Du lebst voll je kann in einer Welt von logischen Konstrukten. Wie du gescheit bist, ob du ein Verschwörungstheoretiker bist, laut Aussagen der offiziellen Presse, oder ob du ein Lügenbaron bist, laut Aussagen der Verschwörungstheoretiker, die langsam durchschauen, in was für einer Lügenwelt wir konfrontiert werden über die Massenmedien. Aber Medien und Bassien, Medien und Bassien, Medien sind Medien und Bassien, das ist die Geschichte von Esther, ja, in der ich mich versteckt habe, wenn man das hebraisiert. Medien sind die Medien. Ja. Und Bassin kommt von Bassé durch dich. Durch dich wird auch das verwirklicht. Das eine wie das andere. Egal, welche Seite du mir zeigst, ich zeige dir tausend Sachen, wo es gegen oder was anderes behauptet wird. Das ist eine Aussage von mir. Und solange du dich an eine Aussage klammerst, die du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Für mich ist es nicht relevant, wer die Guten oder die Bösen sind. Sie sind einfach nur. Ja. Es ist nämlich Kategorie 2 Fragen, ja, die du dir ständig selber einseitig beantwortest. Ja. Das ist das erste Problem. Das ist die Grundlage deines Leides und des Leides in der Welt, die du dir ausdenkst, die als Ding an sich gar nicht leidet. Nur der träumende Geist lebt den Traum. Jede Aufregung, die du in dir erzeugst, mit negativen Gefühlen, die mit negativen Gefühlen begleitet ist, wird von dir erschaffen. Ja. Durch Werdung, durch Interpretation mit einem Wissen, wo du dir einfach nur bewusst machen sollst, dass ich immer so auch 99% von dem Zeug, was für dich hundertprozentig logisch gedacht richtig war, kannst du nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest. Ja. Ist dir so schwer zu verstehen, wenn du das nicht opferst, wenn du diese Unkenntnis nicht opferst für vollkommen neues Wissen, kannst dir nicht anders. Das Problem ist, ich trenne jetzt wieder, bist du jetzt ein Mensch, den ich mir ausdenke, der mich jetzt aber nicht sprechen hört, oder bist du in mir ein Geistesfunken, der mich jetzt sprechen hört? Der hier ist komplett freigesprochen, weil über den musst du eh keinen Gedanken machen, das ist ein Gedanke. Aber du bist ewig, ob du das jetzt glaubst oder nicht. Darum sage ich nochmal, du wirst bis in alle Ewigkeit leiten, bis du endlich anfängst, diesen Weg zu gehen. Den ganzen kann man natürlich erst dann gehen, wenn man diesen Impuls kriegt, wenn ich ihn eben auftauche. Genau. Und da geht es nicht um die Gedankenwelle, Udo. Nein. Es dreht sich alles um dich, alles, das ganze Ohrenbarungswerk, diese zigtausende und abertausende von Seiten, diese hunderte, tausende Videos, kann ich sagen, sind nur für dich. Hast du die schon alle angeschaut? Und da muss ich dir gleich sagen, wenn du die Bücher nimmst, das muss ich jetzt den Doni-Programm nicht sagen. Einmal lesen, Doni. Das sind die, die jetzt nach 25 Jahren Studium, habe ich im letzten Selbstgespräch, die Donis, die Feddings, die fangen nach 10, 15 Mal lesen, jeder dieser Hauptschriften, das sind 33, sage ich mal, 33 Hauptschriften. Nach dem 5, 10 Mal lesen wird dir plötzlich das Licht aufgehen. Und jetzt kommt genau der Punkt, den man am Anfang bei der jetzt ausgedachten Helene hat. Mein, wie blöd ist man eigentlich? Das ist, heute Morgen ruft mich die Helga an. Die Helga sagt, oder es kommt plötzlich, es strömt in mich ein, wie unendlich blöd, wie lang studiere ich jetzt die Schriften. Es ist doch das Einfachste der Welt überhaupt, was du sagst. Ja. Ich sage, das sind deine Filter. Ja. Es sind diese Filter im Alltag. Es sind die Filter. Und umso jünger du bist, umso mehr Filter hast du noch. Umso mehr hast du auch jugendliche Begeisterung. Mir fällt jetzt wieder mein Jahr ein. Ja. Wie der 20 war. Wo ich sage,
du wirst merken, du kannst es nicht beschleunigen. Du würdest am liebsten 20 Bücher gleichzeitig lesen, weil du ungeduldig bist. Dasselbe sehe ich jetzt bei Moritz. Ich sage, lass dich ruhig angehen, du hast alle Zeit der Welt. Da hätte er dich nicht so arg. Auch eine positive Euphorie kann sehr hinderlich sein. Immer den Ball flach halten, sag mal. Man kann es ganz leicht ein wenig rumspinnen und ein wenig antesten. Mit Mitmenschen, aber ganz vorsichtig und merken, wenn einer negativ reagiert, sofort den Mund halten. Gleiches Thema wechseln. Sofort. Was natürlich sehr wichtig ist, jetzt in deiner jetzigen Rolle, sag mir, mit wem du gehst und ich sag dir, wer du bist. Und wirst du merken, wenn du dich zum Beispiel politisch engagierst, das ist jetzt kein Vorschlag, sondern du wirst es selber merken, dass du es nach einer gewissen Zeit, wenn du die Sinnlosigkeit erkennst, wirst du dich zurückziehen. Ja. Und gibt es bei Politikern keine Ausnahme. Wenn du ein Geistesfunken die Rolle spielt und in so ein politisches oder religiöses System hineingekommen ist, der wird dann auch versuchen, eventuell diese neuen Erkenntnisse an den Mann zu bringen. Sinnlos. Die Sinnlosigkeit, dazu sind ja Sekten gar nicht da. Genau. Sind Fehler in einem Führerscheinprüfungsbogen. Und dann ziehst du dich in das wieder zurück, was du selbst bist, nicht wieder in eine Gruppe. Wie ich immer sage, sobald du in einer Gruppierung bist, ob du das jetzt Partei oder Sekte nennst oder Glaubensgemeinschaft nennst, du hast deinen eigenen Geist an der Kasse, an der Garderobe abgegeben, weil dann wirst du bloß noch gleichgeschaltet. Und innerhalb dieser Gruppen sind dann die auch wieder zerstritten, das habe ich so oft gesagt. Genau. Überall. Das ist nur nach außen hin, wird Einigkeit gepredigt. Ob das die katholische Kirche ist, ob das irgendeine Partei ist, ob das die Zeugen Jehovas sind. Intern sind da absolute Machtkämpfe. Ganz primitives Trockennasenaffenverhalten. Ja. Und immer im Hintergrund der Größenwahn zu glauben, diese kleine einseitige Logik ist schon das Maß aller Dinge. Das kriegt jetzt mein Mut langsam mit seinen Frau-Mauern. Ja. Nur Machtkämpfe und Scheinheiligkeit. Ja. Besser da sein wollen. Die Laiengesellschaft, die Gutmenschen, die Großmenschen. Sehen wir, das hat mit Gutheit, mit Weisheit hat es nichts zu tun. Na. Wenn man dann, man meint hier in der Politik, wenn dann Milliardäre in die Politik gehen, weil sie auf dem Geld haben, die haben ja Ahnung. Das Finanzwesen, schau mal, der muss ja Ahnung von Geld haben, wie viel Geld er hat. Da können wir jetzt wieder den schönen Spruch machen: Hör genau auf, wenn du wissen willst, was ich von Geld halte, dann schau dir in deinem Traum die Menschen an, denen ich es gegeben habe. Und Ja. nicht die Masken anschauen, sondern schau hinter die Masken. Ja. Und dann frag dich einmal, kannst du es eigentlich geben, wenn du jetzt Menschen in der wissenschaftlichen Bezeichnung Homo sapiens, vernunftbegabte Menschen, kann ein amerikanisches Volk, das nach wie vor hinter diesem Präsidenten steht, zumindest fast die Hälfte, der ein absoluter Volldepp ist in der ganzen Physiognomie schon, ein Selbstdarsteller, die noch mehr Ego kann man überhaupt nicht ausstrahlen. Genau. Was ist das? Ist das ein Volk der Elite? Meinst du, bei den Deutschen sieht es anders aus? Nein, nein, nein. Wie kommst du aus dem System heraus? Indem du dich in dein stilles Kämmerchen zurückziehst und Nein. dabei im selben Moment trotzdem noch deine Rolle als unscheinbarer Brösel spielst und Genau. diesen Traum noch gar aussitzt, bis ich dir die Möglichkeit gebe, das Element dort zu verändern. Ja. Das heißt, du verlässt den Traum, in dem du wach wirst. Ja. Und nicht, indem du am Ende chronologisch ausgedacht stirbst. Sterben, es die Erden, tust du von Moment zu Moment. Wenn du ein Meister, du musst erst einmal ein Meister des ewigen Lebens werden. Das bringe ich dir mit Holofeeling bei. Und dann wirst du wach. Und in dem Moment, wo du wach wirst, was passiert mit all den Dingen, die du dir ausgedacht hast? Und die bringen dich hinein. Das ist das, was die Naturwissenschaft hier in vielen, vielen Tausenden von Lichtjahren, Entschuldigung, in vielen, vielen Tausenden von Jahren Zukunft wird das Universum wieder implodieren in einem Punkt. Dieses Universum, das vor 13 Milliarden explodiert ist, aus einem Nichts heraus, wird in Milliarden von Jahren wieder in dieses Nichts hinein implodieren. Und ich sage, dieses 13 Milliarden Urknall, in der ist jetzt. Und Jetzt. jetzt explodiert was und jetzt implodiert was. Du hast Ja. dieses Prinzip, dass man das erst einmal umdreht. Ja. Ein Anfang setzt automatisch ein Ende. Ja. Es ist so kindergerecht. Das ist ja das,
das eigentlich Verrückte an Holofeeling ist, dass höchst komplexe Zusammenhänge in einer Sprache präsentiert werden, die praktisch ein 13-Jähriger verstehen kann. Ja. Wenn er nicht so viel Filter drin hat. Genau. Und ja, was jetzt gebildete Menschen anbelangt, das muss ich jetzt nochmal sagen, und es geht jetzt wirklich Namen sind austauschbar, wenn ich jetzt unsere Musterbeispiel, unseren Professor Lesch nehme, ein muffiges Kerlchen, sage ich mal wieder, eine schöne, schöne Figur in einer Geschichte. Wenn ich jetzt normal chronologisch raumzeitlich denke, genau diese Charaktere der Fanatiker, es ist ja ein fanatischer Naturwissenschaftler, übrigens auch von unserer Liliane, der Wolfgang, ein ganzer lieber Netter, der ist ja Vollblutphysiker, wenn ich immer, wie ein Physiker, dieselbe Floskel, die der Lesch benutzt oft. Ja, ja. Wir Physiker wissen ja, wir Gescheiten, wir rechnen ja alles nach. Wer jetzt der kleine Harry, wie er sich selber nennt, wer er vor jetzt ausgedachten Intellektuellen ist im 14., 13., 14. Jahrhundert zur Welt gekommen. Mhm. Und in unseren Geschichtsbüchern lesen wir, da hat es ja schon große Bibliotheken und große Universitäten gegeben. Das war ja keine vorsintflutliche Welt des Mittelalters, was das anbelangt. Mhm. Und er wäre dann auf die Universität gegangen und hätte das gelernt, dieses Wissen. Ja. Dann wird er das jetzt mit derselben Inbrunst als hundertprozentig sicher bewiesen, da wenn der Galilei dann in ihm auftauchen würde, würde er auch schreien, kreuzigt ihn, weil er so programmiert ist, weil das ganz normal ist. Es hängt alles von der Programmierung ab. Ja. Oder diese Schreckensbilder, wo ich so oft erwähnt habe, habe ich aus der Zeitung heraus, was Religion mit dir macht. Ist jetzt nicht nur diesen Hospitalismus, den jetzt hier Juden, wenn sie an der Klagemauer diesen da machen, oder die Buddhisten, wenn sie in den Klöstern, natürlich alles jetzt ausgedacht. Das sind reine programmierte Zombies. Es sind Figuren in einem Traum, es sind KIs. Ja. Und wenn dann hier, und ich wiederhole das nochmal, weil das so Musterbeispiele sind, wenn ein muslimischer, ein türkischer Vater mit seiner Frau zuschaut, wie ihr Sohn die eigene Tochter fast abschlachtet, weil sie sich von einem Deutschen schwängern lassen hat. Und wir stehen mit unserer christlichen, scheinchristlichen Logik daneben und sind entsetzt. Und er sagt, wo ihr Deutsche keine Ahnung habt, das ist das Wort Ehre, ihr wisst nicht, was Ehre bedeutet. Und ich sage dann immer, was er ist. Wie schrecklich muss das sein, wenn du mit so einem Programm läufst? Ja. Das ist übrigens nicht muslimisch, das Programm. Ja. Es ist eine Facette von Moslems. Ja. Dann treffen wir mal auf Baha'is. Auf wirkliche Baha'is, das ist eine Unterform, eine Untersekte, die haben natürlich auch ihre Probleme, da wird Liebe gepredigt. Da wirst du nur Menschen sehen, da strahlt das ganze Gesicht, die ganze Physiognomie Liebe aus. Ich sehe meistens nur Hass. Ja. Und jetzt kommt das Große mit der Moral, und da lassen wir es gut sein. Dieses Moser, wo ich so oft darauf hingewiesen habe, das schreiben wir uns extra nochmal ein. Für die, die es noch nicht wissen. Ja. Das Moser ist das hebräische Wort für Ethik und für Moral. Da können wir jetzt natürlich auch griechisch-lateinisch nachschauen, was das bedeutet. Dasselbe Wort, was Ethik und Moral heißt im Hebräischen, heißt Angeber. Ein Moralist ist ein Angeber, der permanent angibt, was richtig und verkehrt ist. Natürlich nur richtig oder nur verkehrt ist. Ja. Es ist ein Anschwatzer, ein Denunziant, der jeden denunziert und anschwatzt, der nicht seine Meinung vertritt. Es ist einer, der alle zurechtweist und warnt, weh, du magst, wenn du das tust, dann kommst du in die Hölle. Drohen. Katholische Kirche sind Moralisten. Diese ganzen guten Menschen, es sind widerliche Menschen, die sind wieder dem eigentlichen Ich, das sie selbst sind. Ja. Das ist einmal das Allererste. Nichts Schlimmeres wie ein Moralist und was denen überhaupt nicht bewusst ist. Was denen überhaupt nicht bewusst ist, dass hier letzten Endes sie sich immer bloß selber quälen. Ja. Muss die Hölle sein. Das, was du einen anderen tust, tust du dir selbst. Ja. Dass ich immer wieder sage, das C wie christlich in irgendeiner Partei. Es ist so eine unendlich geldgeile, machtgeile, verlogene Welt. Es gibt in dem Deutschland, das du hast, es gibt kein Land, das uns bedroht. Ja.
Aber halt das Geld, wieso wir Milliarden an Waffen exportieren, jetzt normal in dieser Geschichte und dann selber noch aufbauen. Und es ist einfach ein Wahnsinn. Du lebst in einer Wahnsinnswelt. Das klingt jetzt negativ. Ich sage, nein, du lebst in einer Führerscheinprüfungsbogenwelt, wo ich mittlerweile die Fehler so groß gemacht habe, dass der einzige Wahnsinnige der drin ist, der sich immer noch über die Fehler aufregt, anstatt sich darüber zu freuen, wie in der Fahrschule, wenn er sofort einen Fehler ins Auge sticht. Genau. Das musst du umdrehen. Umso mehr du dich über irgendwas aufregst, weil das falsch oder verkehrt oder böse ist, solltest du dich freuen, dass du wieder einen Fehler gefunden hast. Genau. Und die, komischerweise die meinen, sie wüssten, was richtig ist, dass denen gar nicht bewusst ist, wie viele Feindbilder die im Hintergrund selber postulieren. Habe ich tausende von Beispielen gebracht. Jetzt in Bezug auf die Flüchtlingskrise. Wie oft habe ich das erzählt, die sich hier den Arsch aufreißen für die Flüchtlinge? Ein mitmenschlicher Akt, finde ich vollkommen in Ordnung. Was die aber dabei nicht merken, dass sie im selben Moment immer mehr Hass auf die angeblichen Neonazis kriegen, die sie sich ausdenken. Von Heiligkeit ist da keine Spur, von Liebe deine Feinde. Die müssten sich mehr auf die andere Seite fokussieren, die jetzt erst einmal bewusst machen, was du nicht liebst. Ja, die sind ja nicht wert, dass sie geliebt waren. Alles, was du böse, schlecht und verkehrt ansiehst, das ist das Wort Feind. Ja. Ich könnte jetzt sagen, das ist auch das Feine, was sich in dir öffnet, was du nur siehst, wenn du ein liebender Geist bist. Ja. Genau. Solche Kinder kann bloß ein liebender Vater lieben. Aber jetzt machen wir mal den liebenden Vater zu einem Autor, zu einem Zeichenerwecker. Und dann sitzt jetzt hier ein Schriftsteller da und der schreibt irgendeinen Roman. Und da fällt ihm jetzt irgendein Monster ein oder machen wir einen Mensch, Hannibal Lecter. Dann faltet er diesen Charakter aus in seinem Roman. Was meinst du, wie stolz hier der Autor vom Schweigen der Lämmer ist auf sich selbst, dass ihm dieser geniale Charakter eingefallen ist? Und derselbe Geist muss ja alle Rollen spielen. Und jetzt ist das erste Mal, dass der Geist sich in die Rolle, so 13th Floor, Inceptions, Traum in Traum in Traum, Programm in Programm in Programm. Er begibt sich jetzt das erste Mal ausgedachterweise, er schreibt das Drehbuch in die Rolle des Anthony Hopkins als Schauspieler, der dann als Schauspieler sich in die Rolle von dem Hannibal Lecter begibt. Genau. Das sind die Schichten. Jetzt haben wir wieder genau diese Schichten, die sich transversal aufbauen. Aber der innerste Kern ist der sich das einmal jetzt in diesem Moment einen Anthony Hopkins als Schauspieler ausdenkt. Der wiederum denkt sich dann auf der Bühne mit diesem Charakterprogramm den Hannibal Lecter aus. Genau, ja. Und da kann man jetzt viele Spiele, mir fällt jetzt gerade Francis Coppolas Dracula ein, die Dracula-Fassung. Eine kongeniale Umsetzung dieses Romans, wo mir dann so an dem Messer leckt, weil ein Tropfen Blut dran ist. Und während er das macht, boah, das ist super gut rübergekommen. Das sind diese Schichten, so funktioniert es. Und irgendwann wirst du merken, wenn du ich bist, dass du der innerste Kern bist. Es ist jetzt schon der Fall. Und all dieses Zerdachte ist nötig, dass wir was erleben, sonst wird man uns wirklich zu Tode langweilen in der Ewigkeit. Das lass mal gut sein. Geh noch eine Runde. Geh in dich. Werde besinnlicht. Danke, danke. Okay.